Hallo Leute, der Golem ist ab dem frühen Mittelalter in Mitteleuropa die Bezeichnung für eine Figur der jüdischen Literatur und Mystik. Dabei handelt es sich um ein von Weisen mittels Buchstabenmystik aus Lehm gebildetes, stummes, menschenähnliches Wesen, das oft gewaltige Größe und Kraft besitzt und Aufträge ausführen kann. Golem ist das hebräische Wort für formlose Masse oder ungeschlachter Mensch, aber auch für Embryo. Im modernen Ivrit bedeutet das Wort Golem dumm oder hilflos. Die rabbinische Tradition bezeichnet alles Unfertige als Golem. Auch eine Frau, die noch kein Kind empfangen hat, wird als Golem bezeichnet. In den Sprüchen der Väter ist Golem die Bezeichnung für eine ungebildete Person. Von der Golem-Legende sind verschiedene Varianten bekannt. Ihr Ursprung liegt jedoch im Dunkeln. Die erste schriftliche Erwähnung datiert auf das 12. Jahrhundert. Damals wurde in Worms ein Kommentar zum Buch der Schöpfung, einem Text der Kabbala, verfasst, in dem Zahlenmystik um die 10 Urziffern, die Sephirot und die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets eine Rolle spielen. In diesem nur fragmentarisch erhaltenen Text wird ein Ritual erwähnt, das durch bestimmte Kombinationen dieser Buchstaben und Zahlen unbelebte Materie zum Leben erwecken sollte. Im Talmud wird die Erschaffung Adams in der Weise beschrieben, dass er wie ein Golem aus einem formlosen Brocken gestaltet worden sei. Wie er werden alle Golems als aus Lehm geformt beschrieben, und zwar als Schöpfung derer, die als besonders heilig gelten, da ihnen in ihrer Nähe zu Gott seine Weisheit und Kräfte mitgeteilt worden seien. Freilich reichte auch die Erschaffung eines Golems nicht an die Schöpfung heran. Golems werden in der Regel als zum Sprechen unfähig beschrieben. In der Folge wurde die Sage durch weitere derartige Charakteristiken angereichert, so etwa derjenigen, dass erst ein Zettel oder Plättchen unter der Zunge den Golem zum Leben erwecke. Da die Erschaffung eines Golems folglich als Merkmal großer Gelehrtheit und Weisheit galt, wurden im Mittelalter verschiedene jüdische Gelehrten und Rabbinern Golems zugeschrieben. Die Legende vom Prager Golem ist sicherlich die berühmteste. Unter anderem wird dem Rabbi Baal Shem Tov und dem Rabbi David Jaffe die Erschaffung des Golems zugeschrieben. Rabbi Jaffe soll den Golem allerdings im Wesentlichen als Ersatz für einen Schabbesgoy verwendet haben, also für einen Nichtjuden, der die nötige Arbeit für Juden am Sabbat verrichtet. Die bei weitem bekannteste Version der Golem-Legende ist jedoch diejenige um den aus Worms stammenden Prager Rabbiner Judah Löw, der im 17. Jahrhundert gelebt hat, der sich auch als Philosoph, Talmudist und Kabbalist hervortat. Diese Version der Geschichte erschien, soweit bekannt ist, 1836 zum ersten Mal in Druck. Ja, wie wurde nun der Prager Golem erschaffen? Die Tätigkeit des Rabbi Löw war der Legende zufolge darauf gerichtet, dem bedrängten Volk der Juden von Prag zu helfen und es von den immer wieder vorgebrachten Anwürfen zu befreien. Es bediene sich zu rituellen Zwecken des Bluts kleiner Kinder, an denen es angeblich Ritualmorde verübte. Im Jahr 1580 soll ein Geistlicher mit dem Namen Thaddäus sich erneut gegen die Juden gewandt und gegen die Prager Judengemeinde Ritualmordbeschuldigungen gerichtet haben. Der Himmel gab dem Rabbi im Traume den Gedanken ein, aus Ton das Bild eines Menschen zu formen, um so die gegen die Prager Juden gerichteten Pläne zu vereiteln. Hierauf rief Rabbi Löw seinen Schwiegersohn sowie einen Schüler zu sich und erzählte ihnen von seiner Vision. Zur Erschaffung des Golems waren die vier Elemente Erde, Wasser, Feuer und Luft vonnöten. Rabbi Löw maß sich selbst die Eigenschaften des Windes bei, der Schwiegersohn verkörperte das Feuer, während dem Schüler die Eigenschaften des Wassers zugeteilt wurden. Den beiden wurde der Eid abgenommen, von dem Vorhaben nichts verlauten zu lassen, und der Rabbi ordnete an, dass sie sich 7 Tage lang gewissenhaft im Gebet auf das Werk vorbereiten sollten. Um 4 Uhr morgens begaben sich die 3 Männer zu einer Lehmgrube an der Moldau, außerhalb von Prag. Aus feuchtem Lehm fertigten sie eine 3 Ellen hohe Figur an, der sie menschliche Züge verliehen. Als dies geschehen war, befahl Rabbi Löw seinem Schwiegersohn, 7-mal um den Golem herumzugehen und hierbei eine Formel aufzusagen, die der Rabbi ihm vorgab. Hierauf begann die Tonfigur zu glühen, als sei sie dem Feuer ausgesetzt. Danach umschritt der Schüler den Golem 7-mal. Der Körper wurde feucht und strömte Dämpfe aus, und dem Golem sprossen Haare und Fingernägel. Als letzter schritt der Rabbi 7-mal um den Golem herum, und schließlich stellten sich die 3 Beteiligten zu Füßen des Golems auf und sprachen gemeinsam den Satz aus der Schöpfungsgeschichte.
und Gott blies ihm den lebendigen Atem in die Nase und der Mensch erwache zum Leben. Und da öffneten sich die Augen des Golems. Als Rabbi Löw ihn in sich aufrichten ließ, erhob sich der Golem und stand nackt vor den drei Männern. Da kleideten sie den Golem in das mitgeführte Gewand eines Synagogendieners und Rabbi Löw gab ihm den Namen Josef nach dem talmudischen Josef Scheder, der halb Mensch gewesen sei und den Schriftgelehrten in vielen Bedrängnissen beigestanden haben soll. In der Stube des Rabbi pflegte der Golem in einer Ecke zu sitzen und kein Leben war an ihm zu erkennen. Zum Leben erweckt wurde der Golem erst durch kabbalistische Rituale mit Hilfe des Sefer Yesira. Hierzu musste ihm ein Zettel mit dem Shem, also dem Namen Gottes, unter die Zunge gelegt werden. Dieser Zettel verlieh ihm Leben. Sollte der Golem auf seinen Missionen aber nicht gesehen werden, so legte ihm der Rabbi zusätzlich ein Amulett aus Hirschhaut um. Die Aufgabe des Golems war es, in der Zeit vor dem Pessachfest allnächtlich durch die Stadt zu streifen und jeden aufzuhalten, der eine Last mit sich trug, um zu kontrollieren, ob er ein totes Kind mit sich führe, um es zum Verderben der Prager Judenschaft in die Judengasse zu werfen. Zusätzlich machte sich der Golem als Schames nützlich, indem er die Synagoge ausfegte. Der Zettel unter der Zunge musste an jedem Sabbat entfernt werden. In Abwandlung des Motivs eines Zettels mit dem Schem wird auch von einem Siegel der Wahrheit berichtet. Die Entfernung des Buchstabens stellt demnach eine Möglichkeit zur Deaktivierung des Golems dar. Als der Rabbi Löw einmal vergessen hatte, ihn den Zettel aus dem Mund zu nehmen, begann der Golem durch die Straßen des Prager Ghettos zu rasen und alles zu zerschlagen, was sich ihm in den Weg stellte. Da warf sich der Rabbi vor ihm, entfernte den Zettel und vernichtete diesen, woraufhin der Golem in Stücke zerfiel. Nachdem viel Zeit verstrichen war und gegen die Gemeinde keine verleumderischen Anwürfe mehr gerichtet wurden, beschloss der Rabbi im Jahr 1593, dass es des Golems nicht mehr bedürfe. Nach Angaben von Isaac Cohen, dem Schwiegervater des Rabbis, soll das erfolgt sein, nachdem im Zuge einer von ihm datierten Audienz Rabbi Löw und Kaiser Rudolf II. Das Versprechen erwirkt haben, dass gegen Ritualmordbeschuldigungen gegen die Juden in Zukunft unnachsichtig vorgegangen werde. Rabbi Löw hieß deshalb Josef den Golem nicht wie üblich in der Wohnung des Rabbis schlafen, sondern sein Bett auf den Dachboden der alten Neuss-Synagoge zu stellen. Wieder versammelte er seinen Schwiegersohn und den Schüler um sich, die schon bei der Erschaffung des Golems mitgewirkt hatten. Er richtete an sie die Frage, ob der in Lehm zurückgewandelte Golem wie ein gewöhnlicher Toter eine Verunreinigung bewirke, was aber beide nach reiflicher Überlegung verneinten. So versammelten sich die drei, wie bei der Erschaffung des Golems, an seinem Bett auf dem Dachboden der alten Neusynagoge, wo der Golem schlief, gingen aber genau in entgegengesetzter Reihenfolge vor, als sie es bei der Erschaffung getan hatten. Statt zu seinen Füßen standen sie zu seinem Haupt und die Zierumfim sagten sie rückwärts auf. Hierauf zerfiel der Golem wiederum zu einem Haufen Lehm, wie er es vor seiner Erschaffung gewesen war. Rabbi Löw deckte ihn mit den alten Gebetsmänteln und mit Schriftrollen zu, die auf dem Dachboden der Alt-Neu-Synagoge reichlich umherlagen. Anderstags ließ Rabbi Löw verbreiten, der Golem sei mit unbekanntem Ziel entwichen. Und er verbot allen, jemals den Dachboden der Alt-Neu-Synagoge zu betreten. Gemäß der Legende wird darum ein Lehmhaufen auf den Dachboden der Prager Alt-Neu-Synagoge, die während des Zweiten Weltkriegs nicht zerstört wurde, als sein Überrest angesehen.